Ruderer. Steuern in die Richtung da oben hoch. Windschiffkurbel. Die Windschiffe. So, das heißt. Was ist denn dein Ruderboot? Was ist denn da dann schlecht? Wir segeln jetzt schon. Ja, und wie? Guck mal, ob ich die Großsegel noch ein Stück höher kriege. So, der Pfeil da oben, so wie er jetzt steht, ist ein Maximum. Der darf niemals geradeaus zeigen. Eher mehr nach rechts. Also, du wirst jetzt ein klein bisschen abfallen. So ist gut, so ist optimal. Guck mal, jetzt haben wir schon 3 Knoten. An der Seite siehst du, wie schnell wir sind. Guck mal. Wie weit fährst du zum Ufer, bis du Dreh machst? Ich kann durch den kurzen Kiel kann ich bis 2 Meter unter Land fahren. Alle anderen müssen vorher schon abdrehen, weil ich halt nur diesen 1 Meter Tiefgang habe. Ah ja. Da drüben ist Seaside Beach Club. Die motten mittlerweile auch schon alles ziemlich ein. Da ist der E-Turf hinten, wo der Regattaturm ist. Da finden meist die Regatten statt. Genau. Du bist morgens bzw. mittags, wenn ich Mittwoch segel im Sommer, bin ich teilweise ganz alleine hier am See. Hab nur mein Radio an, hab hier mein Henkelmann mit meinem Kaffee, ein Brötchen und dann schipper ich hier über den ganzen See. Ja, und du kannst hier Schularbeiten machen. Oder so. Ja, ich sag ja, ich mach viel. Wieder ein bisschen steiler. Geld nicht erschrecken, jetzt kommt ein bisschen Wind. Dürfen. Und dann haben die gesagt, wir schütten die Schwimmbecken mit Sand zu, machen da Volleyballfelder raus. Und so ist dieser Strandclub da entstanden. Die grillen da, Sonnenbaden, mehr machen die. Ja. Ab und zu mal sind war Konzerte dort. Da ist bis zu harter Wind. Aber wir müssen jetzt auch wieder wenden. Da habe ich alles sonst.
typisch deutsch, für Binnen, für See und natürlich mal ein Sportbootführerschein, damit mir keiner mehr was will. Ne? So, jetzt links. Nee, das. Thank you.